Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meier. Wir sind im Mutschutal. Wir machen eine Rundwanderung durch Kastanienwälder. In einer einsamen, wildromantischen Schlucht vom Mutschutal arbeitet eine alte, restaurierte Mühle fleissig von sich an. Die Mühle Bruzella. Sie malt Polenta-Mehl. Man vermutet, dass sie aus dem 16. Jahrhundert ist. Neben der Mühle ladet die Britscha mit vielen kleinen Badebuchten ein. Was wir am Abend auf dem Teller haben, das verarbeitete Polenta-Mehl, schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. In der Mühle werden zwei Mehlsorten gemahlen, der gelbe Mais und der rote Mais. Der rote ist eine alte Tessinensorte, die besonders gut mundet. Sie hat auch einen viel intensiveren Geschmack. Wäre es ein heisser Sommertag, würden wir da jetzt gerade einen Badenachmittag draus machen. Aber wir wollen weiter ins Tal hindern, eintauchen in die unberührte Natur und in die authentischen und schmucken Dörfer. Vor uns liegt Gabio, eines von vielen Dörfli, wo das historische und kulturelle Erbe der ländlichen Bauwerke besonders anschaulich zeigt. Man fühlt sich wie 100 Jahre zurückversetzt. Auf dem Weg nach Gasima laufen wir am Mühlenstein vorbei. Wie das muss gerattert haben, wenn man denkt, dass in diesem Tal mal über 25 Mühlen verschiedene Sachen gemalt haben, wie etwa Gacko, Getreide oder auch Kastanien. Und wie beschwerlich muss es gewesen sein, die gefüllten Säcke dann wieder über die schmalen Pfade steil rauf oder runter durch die Wälder zu transportieren. Wir sind in Gasima und wir haben einen Frühlingstag im April. Aber die Sonne wärmt uns schon wohlig und so zieht es auch die Leute raus, wie etwa der ältere Herr aus Basel, der lange im Mutschutal heimisch ist und seine Vespa restauriert. Er erklärt uns, warum man den Wäldern und auch den Pflanzen gut zuhören muss. Wir haben einen grossen Garten, ich rede immer mit den Pflanzen. Ich habe unwahrscheinlich, aber das wäre eine längere Geschichte, der Kenntnis oder der Erfahrung gemacht, Pflanzen, die haben ein Sensorium, vermutlich noch mehr mit Menschen. Die spüren unheimlich viel. Mit seinem Rat verlassen wir den Ort und spitzen unsere Ohren. Ich höre zuerst zwar nur das Laub und Thomas und meine Schritte, aber schon nach kurzer Zeit hören wir tatsächlich den ersten Ruf aus dem Wald und der kommt recht freudig und laut her. Ein Specht, vielleicht auch mehrere, begleitet uns über eine längere Zeit. Auch wenn es ein bisschen eine andere Melodie ist, gefällt sie uns sehr gut. Ja, man kann da nicht nur Spechte hören, sondern auch ganz viele andere Vögel und man kann sogenannte Roccolo anschauen. Ja, früher hat es so die Tradition vom Vogelfangen gegeben, das ist dann aber Ende des 19. Jahrhunderts verboten worden. Es ist keine Herbstwanderung, aber es liegen noch auffallend viele Blätter auf dem Boden, die dem Waldweg zwischen den ersten Frühlingsblumen und Grashalmen ein schönes Gewand geben. Man hat hier im Mutschutal gelernt, mit wenig Ressourcen zurechtzukommen. Immer wieder sehen wir auch sogenannte Terrassenhänge. Man hat die bewusst so umgestaltet und sie auf diese Art und Weise nutzbar machen können für den Ackerbau.
Vor uns liegt die Kapelle San Giovanni Battista. In den Schriften wird sie zum ersten Mal 1582 erwähnt. Es ist gerade ihre Schlichtheit, die ihr eine gewisse Eleganz verleiht. Mit Blick auf Muccio wissen wir sind bald am Ziel. Noch einmal überqueren wir die Breccia, kommen vorbei an einer letzten Wegkapelle, bevor wir zurücklaufen in Richtung Gabio. Muccio-Tal, du bist eine zauberhafte und naturbelassene Gegend und irgendwie wie ein bisschen in einem Dornröschen-Schlaf. Da kommen wir gerne wieder zurück.